Danke, Frau Vorsitzende, Herr Minister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren. Der Herr Gesundheitsminister Rauch hat heute im Zuge seiner Debatte einen Bundesrat gemaßregelt, den Bundesrat Steiner, und ich muss ganz ehrlich sagen, das steht ganz einfach einem Minister nicht zu. Wenn ein Herr Bundesminister Rauch das ein Anliegen ist, dann gibt es die Möglichkeit, in Vorarlberg sind bald Wahlen, da können Sie sich aufstellen lassen, vielleicht schaffen Sie es in den Bundesrat und vielleicht werden Sie dann einmal Bundesratspräsident und dann können Sie als Präsident da oben einen Zwischenruf oder einen Ordnungsruf erteilen, aber wir lassen uns sicher nicht von der Regierung das Wort verbieten, mit Sicherheit nicht. Und vielleicht wären Sie ein guter Präsident, ich kann es nicht beurteilen. Was ich schon beurteilen kann, ist Ihre Arbeit als Gesundheitsminister. Und ich muss sagen, da betrifft es jetzt ganz groß wieder Niederösterreich, und zwar den Bezirk Mistelbach, bei uns ganz aktuell wieder rauskommen. Wir haben es heute gehört, ich habe mit dem Kollegen Kornhäusl heute darüber diskutiert, es kann da passieren, wenn du heute einen Termin brauchst für ein MRT, dann wart es 3 Monate, 4 Monate oder noch länger, wenn du da Pech hast. Außer du hast das Glück, dass du wohlhabend bist, dann kriegst du ihn vielleicht in 2 Wochen, oder du bist sehr wohlhabend, dann kriegst du ihn morgen. Das ist eine 3-Klassen-Medizin, und ja, wir wissen es, das wird sich wahrscheinlich nie ändern, aber was unser Wunsch wäre und unser Ansinnen, dass alle Bürger die bestmögliche Möglichkeit haben und nicht Ewigkeiten warten müssen. Und Sie, Herr Gesundheitsminister, haben einen Antrag, der gekommen ist, aus Niederösterreich, und zwar einen Großgeräteplan für MRTs, abgelehnt. Abgelehnt. Mehr sage ich nicht dazu. Abgelehnt. Und das ist ein Trauerspiel. Und der Grund, warum wir uns vorher für eine Stehpräsidiale entschieden haben, ich möchte es nochmal für alle Kollegen sagen, ist nicht der, weil jetzt irgendwer zwischengerufen hat. Wir rufen dauernd zwischen, ich weiß, das ist so, aber das ist halt eine Form des Parlamentarismus. Wir machen es oft, wir können auch damit leben, wenn es ihr Zwischenrufe oder wenn Sie Zwischenrufe machen. Womit wir nicht gut umgehen können, ist wirklich das, und das macht, glaube ich, das schlechte Bild nach außen, wenn dort drinnen eine Kaffeehausstimmung herrscht, weil jeder redet nur mehr untereinander und jeder macht nur mehr, was er will. Es ist ja kein Problem, wenn Sie die Redebeiträge von uns nicht interessieren, dann gehen Sie raus, trinken Sie einen Kaffee, rauchen Sie Zigaretten. Es ist ja nicht so. Wir verpflichten ja niemanden, dass er bei uns zuhört. Wir wissen ja eh, was bei Ihnen ankommt und was bei Ihnen nicht ankommt. So, zum heutigen Tagesordnungspunkt, zum Mutter-Kind-Pass, oder jetzt soll er ja zukünftig Eltern-Kind-Pass heißen. Das wurde auch, ja, genügend gesprochen, aber ich möchte es trotzdem nur mal ansprechen, weil das ist halt so eine Sache. Wissen Sie, das ist eine Form der Symbolpolitik. Und das ist so wie eine Salamitaktik, da wird scheibchenweise alles abgeschnitten und ja, jetzt vergessen wir das, jetzt gibt es dann halt keine Mutter mehr, jetzt gibt es dann nochmal Elternteil 1 und Elternteil 2, und darum gibt es ja keinen Mutter-Kind-Pass mehr, sondern gibt es nochmal den Elternteilpass oder Elternpass, wie immer der heißt. Und das gipfelt dann in so Narrigkeiten, wie dass man halt wirklich Männer in Schminke und Perücken in Kindergärten oder Volksschulen oder sonst wohin bringt, die vor Kindern Geschichten vorlesen. Und das ist etwas, und auch das müssen Sie akzeptieren, das wollen wir nicht. Aber es gibt auch viele in der Bevölkerung, die das nicht wollen und die es auch nicht gutheißen. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, das ist noch immer die Mehrheit. Und wir Herrinnen werden von der Mehrheit im besten Falle gewählt. Und wir sollten das vertreten, darin, was die Mehrheit will, und nicht, was eine 5% oder eine 7%-Partei oder eine 2%-Minderheit will. Weil genau um das geht es. Das ist eine wirkliche Minderheit, eine wirkliche Minderheit. Und ich kann mich ja eh schützen, schützenswert, alles gut. Herr Schröder, weil Sie das immer wie ein Monstranz vor sich hertragen. Ich sage Ihnen was, jeder soll leben, wie er will. Wir haben kein Problem damit. Jeder kann leben, wie er will, und soll leben, wie er will. Aber bitte lassen Sie uns doch mit dem in Ruhe. Ich gehe ja auch nicht zu Ihnen. Na, ja, eh, wir lassen Sie hier in Ruhe. Ja, richtig, ich lasse Sie in Ruhe. Sie bürden uns das alles auf. Ja? Ich hab noch nie eine Männer- oder Frauenfahne bei Ihnen aufgehängt. Sie hängen die Pride-Fahne einen Monat lang auf. Ich will das nicht. Ich weiß eh, was ich biete und was ich will. Ja, genau, so ist es. Schon, na schon.
schon. Wir müssen schon. Na, wir müssen schon, Herr Kollege Schröder. Uns wird das aufgezwungen, auch die, die das nicht wollen. So wie das ORF-Gesetz, das wollte man nicht, wir wollen ja keine Haushaltsabgabe, dann müssen sie jetzt auch zahlen. Genau so ist es. Ja, also eine. Und ich hätte mir ja. Herr Schröder, ich hätte mir ja nie gedacht, dass ein Hollywood-Film mit dem Arnold Schwarzenegger solche Auswirkungen hat. Junior, da kriegt der Mann ein Kind, das gibt es ganz einfach nicht. Das wird es in 100 Jahren nicht geben. Gerade vorher haben wir wieder gelesen, irgendwer will sich eine Gebärmutter transplantieren lassen, damit er schwanger werden kann und dann das Kind abtreiben kann. Das sind die Früchte und die Auswüchse dieser Politik. Hören wir auf bitte damit, gehen wir wieder zu einer normalen Politik zurück und schauen wir, dass wir für unsere Leute bitte, es gibt doch wirklich Wichtigeres und Besseres. Das sind nicht die Probleme, die wir haben. Ich muss sagen, heute die Kollegin Schumann von der SPÖ, 85% ihrer Rede, die sie heute hier gehalten hat, kann ich sofort unterschreiben. Genau so ist es. Das sind derzeit die Probleme, die draußen die Menschen betreffen, aber doch nicht solche Dinge. Und das ist Symbolpolitik. Und dann noch zu den Primärversorgungseinheiten. Also ich muss sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Primärversorgungseinheiten. Und auch Primärversorgungseinheiten haben mit Sicherheit ihren Vorteil. Aber, und jetzt kommt das große Aber, warum kritisieren wir die Primärversorgungseinheiten? Weil wir von heute auf morgen nicht mehr Ärzte haben, die dann dort irgendwoher erfunden werden und dort drinnen arbeiten, sondern sie dünnen das ländliche System aus und ziehen die Leute dort zusammen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten es in Admont, so wie wir es heute gehört haben, wo wir ewig lang keinen Arzt hatten. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Primärversorgungseinheit. Aber die Ärzte, die dort arbeiten, fehlen jetzt irgendwo anders. Und dasselbe hast du überall anders. Wir sind am Land, in Niederösterreich, ich kann es Ihnen sagen, bei uns im Bezirk Tulln, gehen Sie einmal bei uns zu einem Hausarzt. Ich habe einen ausgezeichneten Hausarzt, den ich jetzt namentlich nicht nennen will, aber man kann ihm ja erloben, er ist in Judenau zu Hause, ein ausgezeichneter Hausarzt, aber der ist überlastet. Da sind hunderte, tausende Leute. Ja? Nein, die Leute werden abgezogen und das ist das Problem. Wenn sie das schafft, dass man einmal wirklich hergeht und sagt, okay, Leute, die bei uns studieren, müssen eine gewisse Zeit bei uns bleiben und müssen das, wenn sie aus dem Ausland kommen, bei uns abdienen. Dann ist diese Idee, da können wir sofort drüber reden, da machen wir mit, weil das wird uns was bringen. Aber wir haben das Problem, uns fehlen die Ärzte. Und das, was sie machen, sie ziehen es zusammen, das heißt, draußen wird es ausgedünnt und es kommt nicht ein Arzt mehr dazu. Und das ist das große Problem, sie wollen es einfach nicht verstehen. Und Herr Kollege Kornhäusl, Sie haben noch einen interessanten Punkt angesprochen, und zwar, Sie haben gelobt, das System in der Steiermark, das Gesundheitssystem. Ja, es ist gut, wenn in ein Gesundheitssystem Geld investiert wird, weil das ist notwendig. Aber gleichzeitig geht Ihre Gesundheitslandesrätin her die letzten paar Jahre und wird auch noch dauern und baut einige hundert Spitalsbetten ab. Jetzt sagen wir es ehrlich, ist das eine gute Gesundheitspolitik? Ich sage nein. Und so wie es in der Steiermark ist, ist es leider im Bund auch. Der Herr Rauch heißt zwar Gesundheitsminister, aber oftmals kommt man vor, er ist ein Krankheitsminister.